Hallo Leute und willkommen zur vorerst letzten Folge von Fire Emblem Heroes. Ja, schade, dass es schon so weit ist. Ne? Ich nehme den Part ja auch noch am selben Tag auf wie den letzten. Boah, ich weiß ja gar nicht, wie lange der her ist. Vielleicht 2 Stunden oder so. Auf jeden Fall, ja, wir holen uns jetzt die ganzen Boni. Ne, und dann gehen wir, ja. Mal schauen, was es so für Banner gibt und danach geht es zu den Großmeister-Manövern. Ich schneide mal, bis gleich. Keine Ahnung, warum das jetzt so lange gedauert hat. Okay, hier haben wir auch noch den Tages-Login-Bonus, ne? Habe ich glaube ich an einigen Tagen vergessen. Aber egal. Ey, unschuldig, ich freue mich schon so sehr auf die 2 LPs, die dann starten werden, ne? Das eine, wie gesagt, ist Fire Emblem Spiel. Und ich glaube, dass man wieder schon obvious ist, welches es ist, ne? Und das andere Spiel ist ein RPG fürs SNES. Ne? Das hat ja jemand, den ich auf Twitter kenne, ja, gespielt vor kurzem, ne? Und ja, ich muss schon sagen, dass ich auch Bock drauf habe. Und ich gehe schon wieder schneiden. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Bis gleich. So, keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall, wir schauen uns mal die ganzen Banner an. Wenn es lädt. Ey, dass wir den 45 Sekunden schneiden, soll jetzt nicht die Norm sein, so, ne? Sieht aber so aus, als müssten wir es wieder machen. Nein. Okay, der Banner sieht interessant aus. Mit Helden, die ich nicht kenne. Okay, Annette wäre auch ganz nice. Okay. Doppelte Spezialhelden. Ey, auf doppelte Helden hätte ich halt schon Bock. Okay, es gibt halt ab und zu welche, die zurückkehren, ne? So, das Oster-Event läuft noch. Okay. Weil das ist ein vorheriges, oder? Oh, das hier sind die ganzen neuen Helden, die mit dem Update hinzugekommen sind, ne? Und hier ist das andere, ein anderes Oster-Update. Ja, wusste ich doch, dass Alphon schon im Banner vertreten war. Auf jeden Fall, ich hätte Bock auf Doppelhelden. Deswegen werde ich in dem Banner mein Glück probieren. Du bist auf jeden Fall keiner der Helden, die ich wollte. Okay, die ist glaube ich neu. Lena. Wisst ihr, ich hätte auch eigentlich meine Orbs für ein paar hundert aufbewahren sollen, ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass ich mir vornehme, schon mal für ein paar hundert jeden. Okay, Reinhard, den hatten wir ja im letzten Part in einem Dings, ne? In einem Großmeister-Manöver. Ich nehme mir vielleicht vor, jeden Tag die Login-Boni zu holen. Befuka hatten wir auch beim letzten Mal. War das nicht sogar beides im selben Kampf? Auf jeden Fall, dies neu, hätte ich nicht gedacht. Und wen kriegen wir als letztes? Silvia, keine Ahnung, wer du bist, aber du siehst sexy aus. Nehm dich gerne mit. Weil wir haben noch 11 Orbs. Auf jeden Fall schade, dass wir keinen Doppelkämpfer bekommen haben. Aber ja, ich will halt jetzt nicht den Part nur damit verbringen. Geht jetzt die Manöver. Großmeister. Nur 66, Hoffnung und Verzweiflung. Okay. Okay, Veronika Action. Okay, Veronika Alfons und die Buch 3 Versionen. Lol, die kriegt Schaden.
Ist auch nicht gerade wenig. Also anscheinend tun die sich gegenseitig Schaden. Oh lol. Also das könnte jetzt ein Clickbait-Video sein, aber mir wurde gerade ein Video von Random Kai vorgeschlagen, wo es wohl Hinweise geben soll zu dem Yokai Watch 4 Release in Europa. Und ganz ehrlich, ich schaue mir das später an, selbst falls wenn es Clickbait ist, ne? Auf jeden Fall ganz ehrlich, die zwei will man eigentlich nicht in einem Kampf haben hier. Der eine tut der anderen KP nehmen, der andere tut dem anderen hier Stats senken beim Angreifen, ne? Aber davon kann sie nicht umgebracht werden, das ist wenigstens gut. Gönnt ihr Alphons? Ich habe schon wieder nicht nachgeschaut mit Reinforcements, ne? Obwohl ich nicht glaube, dass es noch viel geben wird, wo keine kommen. Okay, als nächstes. Okay, so. Mal schön wieder dieses Stats von Liv. Ah, nein! Es muss nicht zwingend Liv sein, okay. Wahrscheinlich der am nächsten ist, oder? So könnte ich mir das halt vorstellen. Ja. Okay, letzter Zug. Okay, so. Oh lol. Das kann auch mit mehreren passieren. Also eigentlich sind das Charaktere, die ich nicht in meinem Team haben will. Ich meine, das liegt an deren Waffen, ne? Nicht an denen. Aber das ist ein Preis, den will ich ungern zahlen, wenn ich die in einem Team haben würde. Aber hey, seht ihr, durch diese Großmesser Sachen lernt man solche Sachen hinzu. Ich habe schon wieder nicht nachgeschaut, ne? Es ist so langsam, ist es nicht mehr witzig. Okay. Saizo, Kagero, Ryoma und Hanna, okay. Hanna ist, glaube ich, aus. Doch, die ist auch. Ich wollte gerade sagen Awakening, aber. Da habe ich das, glaube ich, gerade mit der einen Pegasus-Ritterin verwechselt. Das ist, glaube ich, aber ein Event Ryoma. Dann so. Ich könnte mir vorstellen, dass Hanna dann Saizo helfen geht. Vielleicht. Nein. Okay, wir machen was als nächstes? Okay, Hanna besiegt schon mal den.
dieses Harsha-Befehl, ne? Das irgendwie den Angriff boosten. Also auf jeden Fall weiß ich, dass die mit einem KP überleben mit dem. Ne, auf jeden Fall ist das mega overpowered. Und Leute, wir sind schon in der letzten Runde. Hab ich gar nicht bemerkt. Okay. So, Kagero hier hin. Ey, ohne Scheiß, ich feiere die Namen der Charaktere in Fire Emblem Fates. Okay. Und ja, Hannah beendet das jetzt. Nice. Ja, Mindestziel war Nummer 70 schaffen. Ne, aber ja. Den hätten wir auch in einem Part geschaffen, den wir Sidequests machen. Also wird das jetzt kein Act, dahin zu kommen. Um 68 Süßigkeiten in Maßen. Okay, wen haben wir hier? Sakura, Annette, Lysiphia und Gaius. Okay. Und das alles Charaktere, die Süßigkeiten feiern oder so? Vielleicht sind wir so overpowered wie immer. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier, ja, Teammitglieder aus meinem Team heute sehen werden, ne? Da frage ich mich auch, ob, wenn ich von der Pause zurückkehre, wie lange es dann dauert, bis das ich wieder irgendwen auswechsle, weil als nächstes wäre es Lysiphia. Oh lol, okay, Annette hat sogar ihr Heroenrelikt. Interessant. Das hatte sie ja pre-timeskip eigentlich nicht. Oder ist das eine Heroenrelikt? Dann machen wir das und Lysiphia nimmt mal wieder ihrem Gegner die Ehre. Ey, ohne Scheiß, Lysiphia ist sowas von overpowered, das ist einfach krank. Ey, und damit dürfen wir wieder raten, wer nicht auf Reinforcements geachtet hat. Genau, der spaßt hier. Aber ich glaube, hier werden keine kommen. Oder sind schon welche gekommen, das weiß ich gerade nicht. Es kommen welche, ich habe nichts gesagt. Ich sag, Sakura hält Lysiphia an der Runde. Weil hey, sie hält mehr aus als ein Three Houses, ne? Okay. Nein, Annette wird geheilt, interessant. Oh mein Gott, endlich wird Lysiphia geheilt. Ich nehme mal an, dass das so heißt, weil die alle Süßigkeiten mögen oder so. Weiß gar nicht mehr. Ich weiß, dass Lysiphia die übelst gefeiert hat, aber. Aber bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir die Stage geklärt. Alter, als nächstes kommt die witzige Nummer, Nummer 69, hahaha, selten so gelacht. Nummer 69, Byleths Exkursion, okay, geht ums Three Houses. Ist ja auch noch relativ neu, auch wenn ich echt gerne einen neuen Teil sehen würde oder ein Remake. Ist auch schon ewig her, das letzte Fire Emblem, schon fast 2 Jahre. Bin irgendwie kein großer Fan von Female Byleth Design, also ich weiß selbst nicht warum, aber keine Ahnung, ich bin irgendwie nicht der größte Fan von Female Byleth Design.
was nicht heißen will, dass sich das von Mail beide irgendwie übelst feiern, ne? Ne, aber dadurch, dass halt stummer Protagonist ist, ne, muss ich sagen, dass ich ihn bei weitem weniger mag als die aus vorherigen Teilen. Ey, ich hab schon wieder nicht nach Reinforcements geschaut, ne? Ich hab schon wieder nicht nach der Scheiße geschaut. Okay. Er will das mal boosten, okay. Ich hab's auf den falschen eingesetzt. Ja, okay. Ich schneide und dann sehen wir uns an dem Punkt wieder. Bis gleich. So, Leute, ich bin wieder an der Stelle. Jetzt musst du auf den gehen. Ja, da war ich mal wieder ein bisschen zu schnell. Sorry. Krass, dass es aber auch seit einigen Parts nicht mehr passiert ist, so gewollt, ne? Ungewollt, ne? Also jetzt so in dem Stil, ne? Okay. Okay, als nächstes geht beide fliegen miteinander auseinander, okay. Ich schwöre euch, zwei meiner Charaktere sind einfach fast tot. Okay, mal sehen. Digga, diese Fähigkeiten sind immer mega krass. Okay, und Bayef kümmert sich um den letzten, okay. Ich schaffe es einfach nicht, Bayef umzubringen, ne? Aber jetzt kommen wir zu meinem Mindestziel für heute. Nummer 70. Standhafte Treue. Das ist sogar schon von, das ist das erste von 2021, holy shit. Digga, wie viel Three Houses kommt noch auf uns zu? So, haben wir uns mal schnell um die Gegner gekümmert. Ja, ich habe schon wieder nicht nachgeschaut. Komm, ich will mindestens einmal drauf achten. Ich weiß, dass es irgendwo steht, ne? Ohne Scheiß, ich mag Hubert überhaupt nicht. Erinnert mich so ein bisschen an Mikasa aus Attack on Titan, ne? Nur, dass ich ihn noch weniger mag. So du Scheiß, mag irgendwer Ingame Hubert?
Den Jakob, der ist aus Fates. Ich werde im nächsten Kampf darauf achten, Leute, versprochen. Nebenbei, wenn ich jetzt noch einen Part machen würde, ne, würden wir halt locker auf die 77 kommen. Ja, aber zum Glück sind Manöver nicht das einzige Füllermaterial, das wir haben, ne? So, das war's auch mit dem Kampf. So, Leute, jetzt muss ich aber auch aufpassen. Okay. Verstärkung mit Eintreff. Leute, ich habe drauf geachtet. Endlich. Bei Nummer 71. Ich mag die Musik. Aber diesmal nur mit den Heroes-Charakteren, ne? Ich meine, klar, Anna existiert nicht im Fire Emblem, ne? Aber. Ja, die gehört ja auch zur Crew dazu, ne? Und ohne Scheiß hier aus Buch 2 hier, ich weiß, ja, Fjorm ist auch einfach legendär. Ich mag sie sehr. Aber ohne Scheiß, ich glaube, Buch 4 war einfach das größte Verbrechen, das sie je begangen haben. Ich meine, ich glaube, die wollten ein paar richtig coole Cliffhanger machen, aber haben dann vergessen, dass man die Scheiße auch noch irgendwie logisch erklären muss, ne? Dadurch ist das echt zu irgendeiner riesigen Shitshow geworden, Alter. Okay. Ja, das war der Zug. Und ja, okay, es werden mindestens zwei jetzt sterben. Sonst wäre das gar nicht möglich so, ne? Okay. Jeder bei 3 KP, Alter. Okay. Ohne Scheiß, ich weiß immer noch nicht, was das für ein Feature ist. Ich nenne das immer Brücken oder so, aber das sind eigentlich keine. Also, naja, wenn die jetzt über den See gehen, dann schon. Aber ja, hier kann man das jetzt nicht wirklich Brücke nennen. Auf jeden Fall, ja, Nummer 72 machen wir auch noch, mindestens. Okay.
Okay. Hier wird also mit Tanzen gearbeitet. Ist immer wieder was Schönes. So, lass mir die Gegner angreifen. Fuck, ich habe nicht nachgeschaut, wo Reinforcements kommen. Aber hey, ich habe es wenigstens einmal geschafft und dafür bin ich darüber bin ich glücklich. Und ganz ehrlich, ich bezweifle, dass es jetzt noch irgendwelche Stages gibt, wo es welche gibt. Okay. Normalerweise kommt gleich der Punkt, wo die übelst viel KP verlieren und wo es übel spannend aussieht, ne? Oder auch nicht. Okay, gleich kommt die letzte Runde. Ja. Der werden wahrscheinlich alle vier besiegt. Tanzen wird vermutlich eingesetzt, würde ich sagen. Gerrit, du gehst auf den. So. Das war's hiermit. Okay, jetzt noch einen Nummer 73. Schon irgendwie schade, dass wir noch vier hätten, ne? Aber die müssen wir uns dann fürs nächste Mal aufheben, wenn es definitiv mindestens 80 gibt, vielleicht auch schon 90. Wer weiß, wie lange die Pause wird, ne? Wenn es eine LP wieder länger ist als das andere so, dann werde ich wieder ein paar Parts bringen, ne? Ich nutze das LP ja gerne für Filler. Okay, ich glaube nur Awakening-Charaktere, ja. Nur Awakening-Charaktere. Ich habe Lonzo bei dem Sprite fast nicht erkannt, aber ja, er war auch immer einer meiner MVPs. Irgendwie habe ich schon Bock auf ein Awaken Replay, muss ich schon sagen. Aber ich spiele auch viel lieber neue Spiele, als meine Zeit mit alten zu verbringen. Wir hatten schon ewig nichts mehr mit neuen Runden. Naja, ich habe nichts dagegen. Scheiße. Ich muss kurz schneiden, Leute, bis gleich.